Wir müssen damit leben, dass wir mehr privat vorsorgen müssen. Dabei wäre es ganz einfach, meine Damen und Herren. Sagen wir doch den Menschen, es ist private Vorsorge notwendig, um einen angemessenen Lebensunterhalt im Alter zu haben. Wir wollen den Menschen in diesem Lande ja sagen, ihr braucht als zusätzliche Säule die private Vorsorge. Seit Jahrzehnten wirbt die Politik für diese Säule. Doch diese Säule wackelt. Bereits Ende letzten Jahres stellte das Finanzministerium zur Lage der deutschen Lebensversicherung fest, eine anhaltende Niedrigzinsphase belastet die wirtschaftliche Lage der Lebensversicherer. Und weiter? Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Unternehmen künftig in Schwierigkeiten geraten können. Auch der Sachverständigenrat für Wirtschaft stellt fest, umso mehr sich ein Sparer im Alter auf die private Vorsorge verlassen muss, umso größer ist sein Risiko. Die 5 Wirtschaftsweisen warnen. Menschen, die ausschließlich oder überwiegend auf kapitalgedeckte Altersvorsorge angewiesen sind, müssen ihre Planungen für den Ruhestand revidieren.